So, und damit bin ich im letzten Regalbrett angekommen. Wie ihr hier seht, das untere Fach ist tatsächlich noch leer. Ich weiß aber, wenn ich meine Neuzugänge vom Juni eingeräumt habe, wird das wohl nicht mehr der Fall sein. Zumindest werden da wohl zwei oder drei Bücher drinstehen. Denn es ist ein bisschen was eingezogen bei mir. Und ein paar der Bücher kommen hier in dieses Regal. Das ist auch der Grund, warum ich euch querbeet jetzt einfach die Regale alle abdrehe. Nicht nur, weil ich sie euch so zeigen möchte, sondern Ende des Monats wird zumindest ein Teil der Regale, beziehungsweise Anfang Juli, anders aussehen als jetzt. Und dann fragt ihr euch, wieso waren die im Überblick nicht mit dabei? Das heißt, ich werde wahrscheinlich so in einem halben Jahr werde ich wahrscheinlich mal ein Update machen, wo sich sehr viel getan hat. Kommen wir mal zu diesem Regalfach. Ja, ihr seht richtig, in der ersten Reihe ist nur eins der Bücher gelesen. Das ist nämlich die Steinheilerin, aber ich fange links an. Hier habe ich noch stehen die Kalligrafin von Kirsten Schützhofer. Das habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich mir das geholt habe. Ich glaube dieses Jahr. Und ich weiß auch nur, dass es um Kalligrafie geht. Deshalb gucke ich gerade einmal hinten drauf. Ja, es geht um eine Sklavin, die Muslimin ist und die Kraft durch die Kalligrafie in ihrem Glauben findet. Dann habe ich hier ein Buch von Ulrike Schweikert stehen, das ist Die Herrin der Burg. Die Hexe von Nassau. Das Buch ist auch auf Empfehlung bei mir eingezogen. Ich war einfach neugierig und wollte es dann haben. Harzblut. Ach, weiß ich gar nicht mehr. Doch, das ist, ich habe mal eine Buchtasche geschenkt bekommen, da war das mit drin. Das ist aber auch schon 3-4 Jahre her. Also seitdem steht auch das Buch hier ungelesen im Regal rum. Die Steinheilerin von Elke Tomasso, das ist aus dem Drachenmond Verlag. Das war ein Rezensionsexemplar, was ich letztes Jahr bei Lovely Box bekommen, gewonnen und gelesen habe. Fand ich sehr interessant, war gut geschrieben, vor allen Dingen, weil hier sehr stark drin erklärt wird, wie das mit den Steinen und dem Heilen funktioniert. Ich mochte auch eigentlich die Protagonistin und die Geschichte war auch sehr schön. Ja, dann haben wir hier noch der sechste Akt von Dagmar Trodler, die Waldgräfin. Von Carla Weigand habe ich hier noch im Dienst der Königin stehen. Ja, es steht drauf, sie hat auch die Hexengräfin geschrieben. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Es spielt Paris 1617. Die Protagonistin ist eine Fürstentochter und soll Anna von Österreich dienen, der Königin von Frankreich. Ja, und von Sabine Weigand habe ich hier einmal die Markgräfin, was in Deutschland spielt. Und da nehme ich jetzt nicht, da drehe ich jetzt nicht nochmal neu, sondern ich packe hier gerade mal ein paar Bücher runter, weil es das letzte Fach auch ist. Kommt mal her, ihr zwei Hübschen. Da habe ich nochmal 5 Bücher. Da habe ich noch von Sabine Weigand das Perlenmedaillon. Die Bücher von Sabine Weigand sind übrigens auch auf Empfehlung bei mir eingezogen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, sie zu lesen. Dann habe ich hier das Geheimnis von Stralsund stehen. Das Buch habe ich dieses Jahr gelesen. War ein Auf und Ab, aber das hat mir wirklich gut gefallen, die Geschichte. Das Buch spielt halt in, oh Gott, auf der Insel. Jetzt muss ich nur gerade gucken. Ich weiß gerade nicht, auf welcher Insel es spielt, aber die Protagonistin flieht mit ihrer kleinen Schwester von der Insel nach Stralsund, nachdem die Soldaten in das Haus eingedrungen sind und wirklich versucht haben, die Männer alle zu töten und die Frauen, ja, zu vergewaltigen, zu schänden, danach zu töten. Und sie schafft es mit ihrer Schwester halt zu fliehen. Das Buch hat mir also wirklich gut gefallen. Auch die Lösung später. Ja, der letzte Eunuch. Das Buch habe ich, ja, das hat meine Mutter mir gegeben. Das hat sie bei meinem Vater gefunden, als sie die Sachen aussortiert hat und hat es mir dann gegeben. Also das Buch steht jetzt auch schon seit mindestens 4 Jahren, ja doch, seit 4 Jahren bei mir rum. Mir wurde gesagt, dass es gut sein soll. Ich konnte mich tatsächlich aber immer noch nicht dazu überwinden, es zu lesen, obwohl ich neugierig bin, über die Geschichte, die dieser Eunuch zu erzählen hat.
Ja, das vorletzte Buch hier im Regal ist, ja doch, es bleibt tatsächlich stehen, La Vita Seconda von Charlotte Zeiler. Auch das war ein Rezensionsexemplar. Das Buch spielt natürlich auch in der Gegenwart, aber es spielt auch zum Teil in der Vergangenheit zu der Zeit Maria de Medici. Und das ist auch der Grund, warum ich es dann doch hier reingestellt habe, denn es ist eigentlich ein Gegenwartsroman, aber es ist etwas verworren und ich möchte euch da nicht zu viel verraten. Es spielt halt auf der einen Zeitebene, wo die Protagonistin ja Ärztin ist und auf der anderen Ebene ist eine junge Frau ohne Gedächtnis, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, die nur weiß, dass sie zu ihrem Onkel will und ja. Mehr möchte ich euch zu dem Buch tatsächlich nicht verraten, denn ich würde euch nur die Spannungen wegnehmen. Soweit ich weiß, soll da aber noch ein zweiter Teil erscheinen und darauf bin ich gespannt. Das ist zumindest das Letzte, was ich mitbekommen habe in die Richtung. Das letzte Buch ist noch eins von Claudia Ziegler. Die hatten wir in einem der vorherigen Videos schon im Regal um Frankreich. Das war ein Buch über Madame de Pompadour. Hier geht es um die geheime Tochter. Und hier weiß ich auch nur, dass es, ich meine, in Deutschland auch... in Schottland. Okay, dann habe ich das jetzt verwechselt. Dass dieses Buch in Schottland spielt und die junge Frau versucht, etwas über ihre Familie herauszubekommen, gerät in Schwierigkeiten und lernt auch jemanden kennen, den sie mehr mag, als gut für sie ist. Eigentlich kann ich jetzt böse sagen, das Übliche in historischen Romanen, aber das Buch wurde mir auch gesagt, beziehungsweise die Autorin wurde mir auch empfohlen, dass die Bücher gut sein sollen und deshalb möchte ich sowohl Die geheime Tochter als auch das eine Buch über Madame de Pompadour bald auch lesen. Ja, und damit sind wir in diesem Regal auch fertig. Und ich werde mal gucken, ob ich mich jetzt direkt an mein normales Regal mache oder ob ich erst eine Pause mache und dann weiterdrehe. Für euch ist das in dem Sinn natürlich nicht von Belang, ihr seht nur die fertigen Videos. Aber ich schaue mal, wie gut ich jetzt erstmal mit dem Schneiden für euch vorankomme. Das heißt, das nächste Video, was ihr sehen werdet, ist dann zum Thema, ja, meines normalen Alphabets quasi. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Tschüss!